Dieser Mercedes, der 220 SEB, hat wahrlich Geschichte geschrieben. Die sogenannte große Heckflosse gilt als die weltweit erste in größerer Stückzahl gebaute Limousine mit Viertaktmotor und Benzineinspritzung. Diese hochinnovative und hocheffiziente Technik war Ende der 50er Jahre bei Mercedes zwar schon seit ein paar Jahren im Einsatz, bis dato aber nur in sehr teuren und sehr seltenen Exoten. Dank der Benzineinspritzung spricht der Motor wirklich sofort an und der starke Durchzug ist echt beeindruckend. Ist jetzt nicht super schnell, aber absolut souverän und zuverlässig. Hier im Innenraum wird das Thema Sicherheit ganz groß geschrieben. Hier zum Beispiel mit gepolstertem Lenkrad und der sogenannten Prallplatte, gepolsterten Armaturen, versenkt angebrachten Knöpfen und Schaltern oder solchen, die aus flexiblem Kunststoff gefertigt wurden. Ganz besonders toll ist aber das sogenannte Keilzapfenschloss. Das soll dafür sorgen, dass sich bei einem Unfall die Türen nicht öffnen. Man kann wirklich sagen, dass der Mercedes-Ingenieur Bela Barini mit diesem Auto das Prinzip der passiven Sicherheit erfunden hat. Hier unter der Motorhaube des W111, da werkelt standardmäßig ein rein Sechszylindermotor mit 2,2 Litern Hubraum. Und nur bei diesem Modell, beim SEB, da gibt es diese ausgeklügelte mechanische Einspritzanlage. Und die sorgt dafür, dass fein zerstäubt jeder der 6 Kolben exakt die Menge an Benzin-Luftgemisch bekommt, die er in dem Moment auch braucht. Mercedes Heckflosse hat wirklich Maßstäbe gesetzt. Ihr Sicherheitskonzept mit Knautschzone und verstärkter Fahrgastzelle gehört heute zum 1x1 des Autobaus. Ein Auto mit derart vielen Innovationen, das ist wirklich eine absolute Seltenheit. Insofern ist der Mercedes 220 SEB definitiv ein Meilenstein der Automobilgeschichte. Mhm.